Herzlich willkommen zum Einstiegsvideo zum Thema Gibbs-Helmholtz-Gleichung. Das Ganze ist wie gesagt nur ein Einstiegsvideo. Ich möchte hier im Grunde die Gleichung an sich vorstellen und zu guter Letzt wollen wir uns nochmal damit beschäftigen, was exergonische und endergonische Reaktionsverläufe sind. Gut, wir beginnen einfach damit, indem wir uns die bekannten Größen schon mal anschauen. Bekannt in dem Sinne, dass zum Zeitpunkt der Entwicklung der Gleichung eben die Reaktionsenthalpie, die Temperatur und die Entropie bekannt war. Also damit wurde schon irgendwie wild rumgerechnet und eben die Herren Gibbs und Helmholtz, die haben eine Möglichkeit gefunden, diese Größen nochmal miteinander zu verknüpfen, um letztendlich eine neue Größe zu entwickeln und diese Größe, die nennt man Delta GR, das ist im Grunde die freie Reaktionsenthalpie. Also Delta H ist die Reaktionsenthalpie und das hier ist die freie Reaktionsenthalpie. Gut, dann schauen wir uns einfach mal die Gleichung an, in der diese Größen dann letztendlich miteinander verknüpft sind. Und die Gleichung, die schaut so aus. Diese freie Reaktionsenthalpie Delta GR, die ist gleich der Reaktionsenthalpie Delta HR minus T mal Delta SR. Also Reaktionsenthalpie minus Temperatur mal Reaktionsentropie. Entropie ist ein Maß für die Unordnung. Spielt aber jetzt hier nicht die Rolle. Es geht einfach nur darum, die Gleichung schaut so aus. Gut, was ist nun eigentlich die freie Reaktionsenthalpie? Was kann man damit überhaupt anfangen? Welchen Sinn hat also die Einführung dieser neuen Größe überhaupt? Es geht wie gesagt einfach darum, dass man die Aussagen oder die Größen, die man bisher schon kennt, sozusagen miteinander verknüpft. Und diese freie Reaktionsenthalpie, die ist nun ein Maß für die größtmögliche Arbeit. Oder auch maximale Nutzarbeit genannt. Maximal bedeutet, das Ganze ist theoretisch in Natur. Das bedeutet im Grunde, ja, in der Realität ist das sozusagen die oberste Grenze. Und es gibt im Grunde einfach nur eine Aussage darüber, welche Arbeit das System verrichten kann, maximal wohlgemerkt. Und das ist im Grunde wiederum ein Maß für die chemische Triebkraft, beispielsweise von irgendwelchen Reaktionen. Also man kann anhand dieser Größe abschätzen, ob eine Reaktion freiwillig oder unfreiwillig abläuft. Also ob Arbeit im Verlauf dieser Reaktion frei wird, genutzt werden kann, oder ob erstmal Arbeit ins System hereingesteckt werden muss, damit die Reaktion abläuft. Wir kennen ja bisher schon Begriffe wie Exotherm und Endotherm. Die beziehen sich im Grunde auf die Reaktionsenthalpie. Und hier geht es darum, ob im Verlauf der Reaktion Wärme frei wird oder ob Wärme in das System hineingesteckt werden muss. Hier geht es, wie gesagt, um Arbeit. Demzufolge heißen die Begriffe auch geringfügig anders. Und wir betrachten einfach mal den Fall, dass Delta G eher kleiner 0 ist, dann bedeutet das, dass die Reaktion unter Abgabe von Reaktionsarbeit abläuft. Und das bedeutet, dass Arbeit abgegeben werden kann. Und dann nennt man diesen Vorgang oder diese Reaktion dann, die durch diese Größen beschrieben wird, exergonisch. Also immer wenn die Vorsilbe ex irgendwo da ist, dann geht irgendwas weg. Und da sich das Ganze auf die Arbeit bezieht, nennen wir das exergonisch. Also eine exergonische Reaktion, die läuft freiwillig ab. Dann gibt es natürlich noch den Fall, dass Delta GR größer 0 ist.
Das ist im Grunde das Gegenteil. Hier muss Arbeit in das System hineingesteckt werden. Also, das formuliere ich jetzt einfach mal mit Arbeit dazu. Und ganz analog zu den Exotherm-Endotherm-Sachen nennt man diesen Vorgang dann endergonisch. Gut, damit diese Reaktion also abläuft, oder Reaktionen, bei denen die freie Reaktionsenthalpie größer 0 ist, damit diese Reaktion ablaufen, muss Arbeit aufgebracht werden. Gut, dann zu guter Letzt noch den Fall, dass die freie Reaktionsenthalpie gleich 0 ist, also im Grunde das, was hier direkt dazwischen steckt. Das bedeutet im Grunde einfach nur, dass da das System im Gleichgewicht ist. Gut, das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich verabschiede mich und auf Wiedersehen.